Dann sah das Mädchen einen Mann. Es gab einmal zwei Inseln. Eine der Inseln bewohnten Zwerge, die andere bewohnten ein einsamer Riese. Der Riese sah, wie die Zwerge sich immer freuen und wollten auf die andere Insel. Der Riese fragte die Zwerge, darf ich mitspielen? Dann rannten alle Zwerge schreiend weg. Eines Tages hörte der Riese zu, wie die Zwerge flüsterten über einen Apfel, der die ganze Welt verändern konnte. Er ging an den Strand. Auf dem Weg dorthin stolperte er über eine Schatztruhe. In der Truhe fand er einen Apfel. Er beiß in den Apfel und wurde so klein wie ein Zwerg. Von dem Tag an konnte der Riese mit den Zwergen spielen. Und es war die glücklichste Insel der Welt. Ende! Es war einmal ein Vogel, der auf einer Vogelinsel lebt, mit vielen Vögeln. Er musste eine Post rüberfliegen. Eine Warnung, ein Vulkan wird in circa eine Woche ausbrechen. Als er über die Musikinsel flog, waren die Noten so stark, dass sie hochgeflogen sind. Der Vogel wurde getroffen und hypnotisiert. Der Vogel ist auf der falschen Insel gelandet. Der Vogel nahm an einem Musikwettbewerb teil und gewann. Der Pokal war ein Schlüssel zu einem Portal, das die Form eines Schlüssellochs hat. Mit dem Portal konnte man dorthin, wo man wollte. Dann kam es genau vor dem Vulkan an, auf der Vulkaninsel. Er warnte die Menschen wegen dem Vulkanausbruch. Alle gingen in das Portal und kamen in Hawaii an. Alle waren sehr zufrieden. Ende. Ende! Das Mädchen sammelte Nüsse. Sie hatte eine Maske hinter einem Baum gefunden. Und die Maske kann schöner machen. Dann sah das Mädchen einen Mann.